Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Spider-Man 2. Ja, wir sind wieder Pete, ganz normal hier im Spider-Man-Design. Haben mit Venom einiges zerstört hier in der Stadt und er hat jetzt auch scheinbar so ein bisschen die Stadt... Oh, Alter, das ist... Wow! Wie wunderschön. Guckt euch das bitte an, Freunde. Bitte. Guckt euch das an. Guck mal. Boah. Wie schön ist das denn gemacht? Und da ist die Schattenseite. Alter Verwalter. Das ignorieren wir mal kurz, das Blinken da. Unfassbar. Wie viele Häuser hier stehen, wie viel... Pff. Heftig. Guck mal hier auch mit der Sonne, wie schön das ist. Guck mal. Boah. Das ist unfassbar schön. Gut. Wie gesagt, wir haben in der letzten Folge mit Venom gespielt. Und Venom scheint jetzt auch so ein bisschen die Stadt an sich gerissen zu haben. Zumindest sah das in der letzten Folge so aus. Ich wollte jetzt aber eigentlich, bevor wir darüber gehen, wollte ich einfach mal die Sachen fertig suchen, damit wir das auch erledigt haben. Deshalb machen wir hier gerade wieder so eine Sucherfolge raus. Falsche Richtung. Ach, ich kann nur noch da. Okay, wir suchen doch, nicht? Ist doch keine Sucherfolge. Das Signal bewegt sich. Harry muss sie noch bei sich haben. Okay. Ja, ich war so fies zu Harry, als ich den Anzug hatte. Ich muss ihn finden, mich entschuldigen und zu ihm durchdringen. Ich komm näher, Kumpel. Hilfe ist unterwegs. Halte durch. Wir befreien dich von diesem Ding. Gemeinsam mit deinem Dad und Dr. Connors bringen wir dich in Ordnung. Irgendwie. Das Signal ist stehen geblieben. Bleib dort, Kumpel! Orten wir seinen Standort etwas genauer. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ich meine, man hat gesehen, was Venom drauf hat. Und wir wissen, was Spidey drauf hat. Was genau wollen wir gegen ihn ausrichten? Entschuldige, wenn ich gerade darüber gucke. Er muss unter der Überführung sein. Kann ich jetzt woanders hin, oder? Ich muss Harrys Spur folgen, bevor er weg ist. Ja, ist ja gut. Entschuldige bitte, lieber Spidey. Was ist das für ein Zeug? Oh, weia. Harry, bist du hier irgendwo? Ich meine, was bitte soll er gegen Venom machen? Wir haben gesehen, was Venom drauf hat. Wir wissen, was Spidey kann, um das zu Ende zu bringen. Ist er hier noch irgendwo? Wenn ich zu ihm durchdringen kann, wird er auf mich hören. Okay. Er hat das einfach nur hier hingehangen. Ja, da bist du. Das heißt, er lockt uns hierher. Harry? Hey, Harry. Kannst du mich hören? Harry. Wir finden schon noch ein Heilmittel. Etwas Besseres. Hi, Kumpel. Alles klar, ich glaube, du bist gerade beschäftigt. Ich komme einfach später nochmal. Ruf mich an, wenn du wieder... Harry. Harry? Du bist nicht! Ich könnte zusätzliche Symbiotenstärke jetzt gut gebrauchen! Was bist du denn? Es gibt eine ganze Familie von euch! Oh nein! Mehr! Hat Harry diese Leute irgendwie in Symbioten verwandelt?
schrecklich. Wie halte ich sie auf, ohne sie zu verletzen? Ja, also, so hau einfach drauf. Einen habe ich wohl befreit. Ganz ruhig. Nicht bewegen. Alles wird gut. Hoffe ich. Oh, da gibt's noch mehr. Ich brauche Miles Hilfe. Du bist bei Miles. Lass was hören. Miles, es gibt ein Problem mit Harry. Der Anzug hat ihn irgendwie verändert. Harry verwandelt Leute in Symbionten. Ich komme klar, aber es ist, als würde ich Sirup boxen. Es muss einen besseren Weg geben, den Leuten zu helfen. Ruf mich an! Ich muss Harry aufhalten, bevor das aus dem Ruder läuft. Okay. Wow. Ist alles in Ordnung? Miles, ich brauche hier deine Hilfe. Nachrichten erhalten. Sorry, meine Mom gesucht. Hast gesehen, dass Craven tot ist? Was? Nein. Oh, wir sind Miles. Glaubst du, das war Harry? Vielleicht. Vermutlich. Stoppen wir ihn. Okay. Ich hab ne Idee. Als du unter seinem Einfluss warst, haben dich bestimmte Klänge geschwächt. Die Glocke. Aber die können wir nicht rumschleppen. Nein, aber ich hab eine Mix-App auf dem Handy. Ich kann den Klang der Glocke nachbilden und gegen Harry und seine Armee richten. Das ist brillant. Gut, dass du Musiktechnologie studierst. Das darfst du gern dem Aufnahmegremium vom College sagen. Oh, ich darf noch. Was geht's, Genki? Da bist du ja. Deine Mutter und wir haben dich gesucht. Und ich hab euch gesucht. Ich darf nicht ich woanders hin. Geschickt. Die habe ich nicht gekriegt, weil wir in der U-Bahn waren, um dich zu suchen. Zum Glück geht's dir gut. Ich begleite deine Mutter nach Hause. Kommst du hin? Ich muss noch was erledigen. Aber ich komme so schnell ich kann. So macht er das jetzt also. Oder wir finden jetzt so einen Sound gegen die Viecher. Und das sind vielleicht schnell zur Werft und die Sounds aufnehmen. Die gesperrten Dinge. Die laden wir uns dann aufs Handy oder so. Okay. Ich muss den Klang von Cravens Glocke nachahmen. Welche Geräusche kann ich hier benutzen? Eine echte Echokammer. Könnte nützlich sein. Echo! Toller Hall hier drin. Ich muss scheinbar immer noch suchen. Perfekt. Die gleiche Form wie Cravens Glocke. Allerdings wesentlich kleiner. Vielleicht kann ich das Boot in den Hangar bringen. Ist das so? Und wie? Mehr Echo. Im Hangar halt es sehr. Da ist der Motor, aber ohne Dach. Na also. Oh. Ja, das Echo ist drauf. Wow. Symbionten. Wie sind sie so schnell hergekommen? Ich gehe davon aus, dass das die nächste Mission sein wird. Sorry.
Sparring für den Schlag. Bleib liegen, bis ich hier fertig bin. Pete hatte recht. Die Dinger sind zäh. Nicht vergessen, da sind Menschen drin. Das war's. Ich muss den Mix beenden, bevor noch mehr auftauchen. Ein guter Glockenklang. Nur etwas schrill. Ich brauche noch ein paar Mitteltöne. Okay, da drüben. Container sieht gut aus. Den fallen zu lassen, gibt einen schönen Klang. Und wie stelle ich das am besten an? Ja, aufgenommen. Fast fertig. Jetzt noch einen niederfrequenten Boost. Der pulsiert. Zum Beispiel... Ein Hubschrauberrotor. Ich muss da hoch. Ich muss ganz nah an den Rotor. Ja, die haben eine andere Farbe. Wo kommen die her? Die sind kräftiger, ne? Spider-Man! Symbionten folgen mir nach Uptown. Brauche Hilfe. Bin unterwegs. Hast du die Sounds? Ja, ich muss nur noch überlegen, wie wir sie nutzen können. Da habe ich eine Idee. Bin gleich da. Es gibt doch noch unterschiedliche Versionen davon. Bleibt denn Peter? Komm schon, Pete! Wo bleibst du? Bin da. Was war? Sehr witzig. Ich übertrage diese Geräusche. Ich hoffe, dass... Komm schon! Komm schon! Los! Dein Erschütterungsstoß wurde zum Schallstoß verbessert. Setze ihn gegen Symbionten ein, um sie kurzzeitig angreifbar zu machen. Drücke X zum Fortfahren. Wow, das funktioniert. Gute Arbeit, Mike. Retten wir diese Leute. Das ist schon besser. Sehr praktisch, wenn wir gegen Venom kämpfen. Team, sauber. Ich
kann mir das eigentlich nicht anders erklären. Wir werden jetzt wahrscheinlich diese Venom-Dinger hier finden. Geschafft! Ich habe den Sanitätern die Position markiert. Sie kümmern sich drum. Gute Idee. In der U-Bahn ist die Hölle los. Wir kommen nicht weiter, weil Glibber an den Start. Genki? Sind Frederick Douglass Circle. Wir sitzen viel. Genki, sind unterwegs. Gut. Beeil dich, Miho. Hab dich lieb. Ich dich auch. Wieso macht Harry das? Wieso erschafft er diese Dinger? Ich glaube nicht, dass Harry das macht. Nicht der, den ich kenne. Wer denn dann? Der Symbiont? Ja, ich bin kein Experte, aber ich glaube, er will sich ein neues Zuhause erschaffen. Kein Experte, ja? Oh, da ist er, Tatsache. Später. Die werden ja immer schöner. Jetzt müssen wir deine Mom und Genki retten. Aufgepasst! Hättest du den Anzug hattest, sahst du anders aus als Harry. Ich glaube, das wäre irgendwann aus mir geworden, wenn du nicht wärst. Ich rufe meine Mom und Genki an. Sie gehen nicht ran. Wir müssen da rein. Werden wir, sobald wir aufgeräumt haben. Was, wenn sie sich in diese Dinger verwandeln? Denkt nicht darüber nach. Erledigen wir erstmal die hier, dann können wir rein. Und die Moves haben sich auch verändert, oder? Spider-Man, du bist's. Ja. Die Türen klemmen. Wir müssen die Ranken irgendwie bewegen. Ihr müsst euch beeilen. Diese Ranken leben alle und sind verbunden. Irgendwo muss es einen zentralen Nerv geben. Ach hier, der so komisch Bingo. Leuchtet. Treffen wir einen Nerv. Es zieht sich zurück. Das reicht nicht. Sie wollen immer noch in die Züge. Es muss hier irgendwo noch ein Nervencluster geben. Oh, wow. Zu groß für einen Schallstoß. Vielleicht können wir sie verketten. Ja, aber synchronisieren dauert. Wie lange brauchen sie? Bro, hörst du das? Wie viel Zeit ist noch? Minute? Vielleicht länger? Ach doch, dein Spidey-Sinn. Das kann haarig werden. Wir sind hier wirklich unerwünscht. Super! Wir müssen die auch noch davon abhalten. Sie nähern sich den Waffen. Ist gut. Das ist nicht gut. Die sind zu nah. Gut so. Sie schießen Zeug auf uns! Ich weiß! Bleib in Bewegung! Fast geschafft! Es fehlt nur noch eine! Zwei? Hörst du mehr? Tentakel kommen durch die... Leute,
haltet durch! Wir sehen euch! Ihr schafft es! Weiter so! Nur noch ein bisschen! Ich hab wohl gutes Timing! Nur noch ein paar Sekunden! Ich weiß nicht, ob die 34 gegen uns arbeitet, oder? Haben wir. Wow. Geschafft. Jetzt zu deiner Mutter und Genki. Das war laut. Spider-Man. Dir geht es gut. Was ist passiert? Ich habe deinen Rat befolgt. Und Dinge losgelassen, die mir nichts bringen. Komm schon. Das war echt beschissen. Ich dachte, ich würde sterben. Und mein Leben liegt vor meinen Augen, aber ist okay. Damals, als wir an meinem Geburtstag Minigolf spielten und ich gewann, das war geschummelt. Ich habe den Ball heimlich mit der Hand ins Loch gelegt. Du warst 8? Und ich mochte die Sandwiches nie, die du mittags immer mit mir getauscht hast. Aber ich habe so getan, weil du die Bunch an meiner Mom so mochtest. Und ich treffe mich neuerdings mit jemandem, sie heißt Andy und sie ist toll. Und ich habe mir ein Sequel zu Speed Nonna gemacht. Moment, Moment. Andy vom Chemiekurs? Die ist echt cool. Danke fürs Retten. Weißt du, tut mir echt leid, dass ich so beschäftigt bin. In Zukunft nehme ich mir mehr Zeit für dich. Sei vorsichtig. Genki, gehen wir zu mir. Ich koche uns was zu essen. Oh, da will ich auch mit. Ich komme auch mit. Der nächste Schritt? Harry finden. Ich checke Downtown. Ich nehme Uptown. Während ich nach Harry suche, sollte ich ein paar andere Dinge überprüfen. Jetzt dürfen wir wieder. Was ist denn das? Symbionten ist... Ah, haha, jetzt sind die da. Toll. Also, wir versuchen dann... Hier ist aber immer noch was gesperrt. Hier haben wir alles, alles, aber hier ist immer noch was gesperrt. Hier fehlt uns noch ein Spider-Bot und zwei Symbionten-Nester. Gut. Gehen wir da mal rüber. Ach, die Symbionten-Nester sind wahrscheinlich die unauffälligen Dinger da. Wir müssen ein bisschen die Karte im Auge behalten. Einst das Epizentrum des New Yorker Tourismus. Jetzt Schauplatz eines tragischen Blutbads. Wer nicht unter einem Stein gelebt hat, kennt die Fotos vom Times Square, wo Sergei Kravinov, auch Craven genannt, Anführer der Jäger, von einem monströsen, unbekannten Angreifer brutal ermordet wurde. Die interessanteste Information, die wir aus dieser Katastrophe gewinnen konnten, der mordende Koloss trug das gleiche verdammte Spinnenlogo wie New York Spider-Man. Der Tag, den ich prophezeit und gefürchtet habe, ist vielleicht gekommen. Spider-Man könnte sich in eine gnadenlose Kreatur verwandelt haben. Der Typ ist echt ein Arschloch. Ganz ruhig, Leute! Ich mach das schon! Wortwörtlich aus der Uniform geklopft. So. Nur noch einen Moment durchhalten. Oh
Bringt euch möglichst schnell in Sicherheit. Spider-Man? Ich schulde dir was. Ist gar nicht so leicht, die Dinger jetzt hier zu suchen. Vielleicht ist Harry zu Hause. Ich sollte mal nachsehen. Kommen die jetzt einfach so random, oder was? Genki, was geht's? Hey, Mr. Parker. Sie haben sich doch um diese Feuerkulttypen gekümmert, oder? Die Anhänger der Flamme? Ja? Laut Berichten auf Social Media wurden ein paar von ihnen auf einem Dach in Brooklyn gesichtet. Ich schick dir die Infos. Seh ich mir an. Danke, Genki. Fängt die Purpurstunde bereits an? Jetzt beruhigen wir uns alle mal! Die machen also immer noch Attacke hier. Er will uns einsperren! Wo kamen die Symbionten her? Wo kamen die Symbionten her? Wie wär's mit Feuer? Lass das Unvermeidliche geschehen! Ja, echte, richtig coole Viecher hier. Die Viecher geben echt nicht auf. Wo ist denn der letzte Spider-Bot hier? Es fehlt doch auch nur noch ein Spider-Bot, oder? Ja. Da ist ein Symbiontennest. Spider-Man! Ein Waffenhandel kriegt! Nicht gut! Gegenangebot! Jetzt haben wir hier Jäger, Verbrecher und gleich kommt bestimmt noch Dings. Symbion. Nicht entkommen. Hä? Der ist durch die Wand gefahren. Ich brenne schon wieder ganz falsch jetzt hier.
Mr. Osborn, alles in Ordnung? Ich mache mir Sorgen um Harry. Ich kann mit niemandem sonst reden. Er ist gerade nicht er selbst. Daran bin ich schuld. Ich genauso. Harry hat mir von seiner Behandlung erzählt. Ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Aber ich war einfach froh, dass er wieder da war. Ich hätte ihm das öfter sagen sollen. Das können Sie immer noch. Ich melde mich, wenn ich von ihm höre, Mr. Osborn. Okay. Vielen Dank, Peter. Ich weiß nicht, ob der hier auch nur so tut, als wenn... Ach, da ist er. Als wenn er plötzlich lieb ist. Wo ist er denn? Entschuldigung, ich kann gerade diese Viecher nicht an ihrem Dings davon abhalten, weil es mir gerade wichtiger ist, diese Spinne hier, da ist sie, zu finden. Mag Zufall sein, aber du siehst aus wie ein Freund von mir. Muss sie hier schnell fertig machen? Nicht, dass sie auch noch Venom-mäßig werden, aber geht ja eigentlich nicht, weil es Roboter sind, ne? Jetzt haben wir hier alles, bis auf diese zwei Symbionten-Dinger. Die heutige Lektion: schicke nie einen Roboter, um den Job eines Jägers zu machen. Aber die würde ich auch schlagen. Einen von den Symbionten-Dingern machen wir noch. Oh, Spidey. So, guten Tag. Ist jemand zu Hause? Hallo. Symbionten-Nest. Ich sehe lieber mal nach. Räumen wir hier mal auf. Ich muss die Leute retten! Ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwann Probleme machen wird. Ich wusste gerade gar nicht mehr, was hier passiert. Wow. Ja,
Sag ich ja, das wird nicht so leicht. Einen davon gibt es jetzt hier aber noch in der Stadt. Die sind wirklich heftig, die Teile. Vor allem, wenn man auch noch ohne Miles ist, der einen da ein bisschen unterstützt. Aber unsere Fähigkeiten helfen da schon krass. Schon wieder er. Du bist doch immer am Arsch. Ich bring dich hin. Oh Gott, ich danke dir. Aber er wird kein Symbiont. Er ist zwar immer am Arsch, aber immer bodenständig geblieben und hat sich nie irgendeiner Seite angeschlossen. Jetzt weder den Symbionten noch den Verbrechern oder den Jägern. Fast geschafft. Kann mal einer bei den Avengers klopfen? Wir brauchen die mal. So, bitteschön. Und da sind wir. Die Profis übernehmen jetzt. Sei gesegnet, Spider-Man! So, wir wollen da oben wieder hin. Ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht in diesen Radius von der Mission kommen. Wenn er mal alles so kann, Alter. Heftig. Erinnert so ein bisschen an Days Gone, muss ich sagen. Noch ein Nest. Okay. Tief einatmen. Bin bereit. Wahrscheinlich hat die Farbe etwas zu sagen, wie stark die sind, ne? Komm da nicht mehr raus. Boah, Glück gehabt. Oh. Endlich. 4 Marken haben wir bekommen. Also Heldenmarken. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich unseren Schaden erhöhen. Jawohl, nice. Auf 170. Boom.
Und das war's auch schon wieder. Hier brauchen wir noch einmal 10. Hier brauchen wir 8 für eins von den beiden. Dann brauchen wir nochmal 10. Ah ne, hier ist was anderes. Stadtmarken. Und dann brauchen wir nochmal 10. Aber wir haben diesen Bezirk jetzt hier komplett fertig. Alles, was wir machen konnten, dort haben wir. Hier ist, wie gesagt, noch ein Fragezeichen. Vielleicht hat das was mit den Venom-Aufgaben zu tun. Wenn wir dann die Venom-Dinger geschafft haben, können wir vielleicht da noch was machen. Hier ist auch fertig. Nur noch die zwei Symbionten-Dinger fehlen. Und wir haben sie auch nicht in jedem Bereich. Hier fehlt uns noch ein Spider-Bot zum Beispiel. Hier fehlen uns noch 2 Spider-Bots. Und das werden so die Aufgaben sein, um die wir uns in den nächsten Folgen kümmern werden. Hier noch 2 Spider-Bots. Hier ist auch 1 gesperrt. Hier ist auch gesperrt. Hier fehlt noch 1 Spider-Bot. Hier ist einer gesperrt und einmal die Flamme fehlt. Ansonsten haben wir hier alles. Hier fehlen uns 2 Spider-Bots und eine Sache ist gesperrt. Wahrscheinlich auch Venom-Aktion. Hier fehlen uns 2 Spider-Bots. Und hier haben wir ein Symbionten-Nest. Vielleicht ergeben sich die Nester ja auch erst, wenn wir da hinkommen. Damit wir dann, so wie hier zeigt jetzt noch gar keins. Wenn wir hier vielleicht ein bisschen durchschwingen, ergibt sich vielleicht ein Symbionten-Nest. Vielleicht ist das so gemacht. Aber okay, wir werden das alles erfahren. Und zwar in der nächsten Folge. Freunde, ich bedanke mich erstmal fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen um 16 Uhr. Ciao, ciao.